Licht an, Ton an und dann geht's auch schon los. Herzlich willkommen allen Livestream-Zuschauern und herzlich willkommen an meiner Seite Andreas Wehl. Wenn man die gute Überzahlstatistik von letzter Saison von Herne aus dem Überzahl kennt, genau, passiert dann irgendwann genau das. Da ist es passiert. Dieser Liesegang, das ist auch ein ganz erfahrener Spieler, der hat auch so viel Eiszeit. Das ist so ein Tor, das kannst du ganz schwer verteidigen, hatte die richtige Höhe. Ärgerlich. Er schaut. Ja, ein bisschen zielt, zeitig runtergegangen. Und zielt auch genau. Ja, ja. Das ist immer das. Das muss nicht immer ein Schlagschuss sein. Da muss nur genau sein. Möglichst schnell und genau. Also schnell abgeschlossen. Gar nicht der Puck selber schnell. Hier sehen wir, wird der Blick genommen. Passt rechts genau ist durch. Frei. Genau, hier geht's. Genau. Und dann geht's, schlägt's einfach eine sehr ein. Schöne Höhe. Also die Höhe hier zwischen Knöchel und Knie ist eigentlich eine ganz gefährliche Höhe für Schüsse. Für die Torhüter auch ganz schwer zu parieren. Ja. Genau, das ist noch zu tief für die Hände und die Matten gehen ja unten auseinander. Allerdings noch ohne Torerfolg. Ja, jawohl. Da ist er auch schon. Genau, also das war jetzt auch verdient nach dem guten Überzahl. Viele Nachschüsse jetzt zugelassen. Der dritte Nachschuss war dann drin oder erster Schuss, zweiter Nachschuss. Ich glaube, Tegajew war es auch technisch ganz sauber, den aus so spitzen Winkel noch. Genau, das ist wieder der Schuss, über den wir viel gesprochen haben. Im dritten Versuch. Torhüter drüber. Torhüter reagiert super, ist eigentlich schon auf dem Weg in die richtige Ecke, aber aus der Entfernung nichts zu machen. Hier kommt der erste Schuss, der zweite und der dritte ist es dann. Das ist das, was wir schon immer am Bildschirm hier erzählen. Die Nachschüsse sind das A und O. Wir kriegen viele Nachschusstore und hier schießen wir mal eins. Das freut mich besonders, auch nach dem guten Überzahl. Ich glaube auch, die Schiedsrichterleistung ist insgesamt besser ohne Zuschauer. Weil man sich da auch nicht mitreißen lässt. Ja, es lag jetzt irgendwo in der Luft. Ah, okay. Das ist ärgerlich, aber... Herzlichen Glückwunsch an Herne, das ist mal ganz wichtig. Irgendwo auch verdient. Tut mir für unsere Jungs richtig leid, weil heute hätten sie letztendlich auch verdient gehabt zu gewinnen. War jetzt eine ganz blöde Strafzeit zum Schluss. Insgesamt hatte Halle, glaube ich, auch ein, zwei Strafzeiten mehr. Ich habe es jetzt nicht mitgeschrieben. 65. Spielminute. Ja, Andi, vielen Dank, dass du dir hier am Freitagabend Zeit genommen hast, auch mal in eine andere Sportart so tief reinzuschnuppern, nicht nur als Zuschauer und Fan, sondern halt als Co-Kommentator. Also ich habe viel gelernt von dir heute und für die, die zugeschaut haben, es tut mir persönlich leid, dass ich hier und da nicht alles so erkannt habe, aber es war ein super Spiel. Ein wenig, wie soll ich sagen, brennt das Herz jetzt in mir, weil es doch so traurig war und vor allen Dingen die Saarlouis so geil gekämpft haben. Ja, absolut gekämpft haben und so viel auch getan haben. Leider nicht ganz auch so belohnt, aber Herne ist auch ein harter Gegner und es müsste uns eigentlich die Motivation geben, für die nächsten Spiele möglicherweise die nächsten Siege einzufahren.